So, mein Lieben, jetzt gehen wir mal weiter. Also das Problem war in dem Elefantümchen, dass die Wissenschaftler haben gesagt, schön und gut mit diesen allgemeinen Dreiecken, aber die sind also trotzdem ein bisschen zu kompliziert. Ja, machen wir das, könnten wir uns ein bisschen einfacher machen, ja? Und deshalb nehmen wir mal diese, das rechtwinklige Dreieck. Ja, der Vorteil von einem rechtwinkligen Dreieck ist, das eine Winkel ist so gut schön passend, ja? Der rechte Winkel findest du auf deinem Geodreieck, ja? Das ist hier der rechte Winkel, ja? Und rechte Winkel hat einen wahnsinnig großen Vorteil, dass man das ganz einfach mauern kann, ja? So tust du hier so einen Stein und hast dann auch einen Stein und dann hier so, dann machst du so und dann so und dann dem Bauingenieur haben gesagt, voll cool, ja? So, wir wollen das so machen, ja? So. Und seitdem ist es dann, also alles ist so rechtwinklig, ja, nicht immer so gut, ja. Also heutzutage baut man leider keine kreisförmige Klassenräume. So, ich komme noch aus der Kultur, wo unsere Zelte kreisförmig waren, ja. Weißt du, was der riesige Vorteil für einen zweiförmigen Zelt ist oder ein Klassenraum? Jeder ist gleich. Niemand sitzt in der Ecke. So, okay. So. Na, das ist. Warte mal, ich nehme es. Ich will jetzt hier keine Politik machen und so. Ja, das ist nur eine Nebenbemerkung. Also, wir haben jetzt hier die rechtwinklige Dreieck. So bezeichnen wir wieder auch A, B, C. Der rechte Winkel kann überall sein. Ist nicht schlecht, wenn es bei der C ist. Ja, gegenüber ist der C und dann ist der A und der B. Dann haben wir den Winkel, der Alpha und Beta, die können sein, wie sie wollen. Ja, so. Aber. Der alte Pythagoras hat gesagt, hey, das ist voll cool, schau mal das mal an. Wenn ich jetzt hier den A multipliziere mit sich selbst, also A hoch 2, also A Quadrat, also A Quadrat, okay, einfach nur so Wiederholung, A Quadrat heißt A mal A, ja? Diese kleine Buchstabe hier oben heißt es nicht A plus A oder 2A, sondern es ist A mal A, okay? So, A mal A plus B mal B gleich C mal C, C Quadrat. Boah, das ist schon gut. Nee, also von cool. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, wie weiß ich der B und weiß ich der A, dann muss ich der C überhaupt nicht messen, dann muss ich, kann ich das einfach berechnen. Na, das ist schon ein Vorteil, ne? So, und dann, schau mal das mal an, ey. So. Also wir brauchen jetzt hier, okay, warte mal, ich mach mal das mal wieder so ordentlich, ja, damit ihr, ja, so, bam, HC, gut. Und wenn ich jetzt die Fläche berechnen will, ja, dann, wie machen wir das mal? No, also nehmen wir mal DC, hier ist die Höhe, messen wir HC, multiplizieren wir zusammen, dividieren wir mit 2. Aber, hey, schau mal das mal an, wir können das anders auch machen. Wenn wir jetzt hier dieses Ding hier, dann meine ich das Dreieck, vergrößern, dann haben wir hier diese Viereck recht, mit rechten Winkel, ja, ja, überall. Die Fläche ist A mal B. Aber diese und diese Dreieck, das gleiche. Und das ist Fläche. Also A mal B, die Hälfte, das ist die Fläche. Bei rechtwinkligen Dreiecken brauche ich überhaupt nicht die Höhe wissen zum C. Da kann ich die Fläche schon so. Oh Mann, das ist schon gut, oder? Naja, Pythagoras, sagst du Pythagoras und so. Ah, schon. So, okay. Warte mal. Haben wir schon einmal gestoppt, haben wir gesagt? Ja, okay, gut. So. Dann machen wir das mal weiter. So, und jetzt, Leute, folgendes. Das habe ich mir absichtlich nicht vorgezeichnet, weil ich möchte das mal mit euch machen, ja, und ich hätte gerne, dass ihr das auch mal macht, weil dieses Ding, Seitenverhältnisse von ähnlichen Dreiecken, es ist irgendwie pädagogisch, irgendwie, ich weiß es nicht, also, die wollen das einfach in den Schulbüchern so nicht reintun, ja, sie fangen an sofort mit allen möglichen Sachen machen oder irgendwie, aber, also, dieser Zusammenhang, ja, das ist eben, na, okay, also, wir machen das mal und dann werden wir mal verstehen, warum ist es für uns gut, das zu wissen. Ja, schau mal. Also, worum geht es jetzt hier?
Seitenverhältnisse. Oh, scheiße, was ist das denn? Ähnliche. Dreieck. Ah, no. Dreieck. Das kann ich schon. So. Also, wir zeichnen ein Dreieck. Ups. Sops. Ah. Wir haben hier ein kleines Dreieck. Oh, das ist süß. So, das ziehen wir mal durch. Mit einer schönen roten Farbe. Ja. So. Und so. Und so. Können wir auch mal beschriften ein bisschen, damit wir das wissen, welche Seite. Das ist hier der A, das ist hier der B und das ist hier der C. Ja, so. Und weißt du, was wir jetzt hier machen? Wir werden jetzt ganz einfach diese Seite DB hier, einfach von hier, so, parallel verschieben. Ja, parallel verschieben. So, verschieben wir das. So. Wow. Jetzt haben wir ein größeren Dreieck hier. Schau mal, das ist hier der B, das ist hier der B. Dann können wir zum Beispiel auf B Stern das nennen, ja? Und dann haben wir hier das kleine C und das hier bei dem großen Dreieck, das nennen wir mal DC Stern, ja? So. Und hier mit dem kleinen A und dann hier den großen Dreieck, dann nennen wir das die A-Stern. Ja? Also, wir haben hier den kleinen und einen großen Dreieck. Aber diese zwei Dreiecke sind ähnlich. Oh, wieso? Naja, schau mal. Diese Winkel bei beiden Dreiecken, das ist der B, dann ist das der Beta. Dieser Winkel ist bei beiden Dreiecken ist das gleich. Ne? Okay? Ah, ist richtig. Dieser Winkel ist der Gamma. So. Und weil es hier parallel ist, das ist auch der Gamma. Ey! Da habe ich schon zwei, drei Winkel, die gleich sind. Und dann könnten wir sagen, der dritte muss auch das gleiche sein. Ja, aber das können wir auch nochmal sehen. Also das ist jetzt hier der Alpha. Ja? Und weil wir das parallel verschoben haben, das ist auch Alpha. Das heißt, in beiden Dreiecken die Winkel sind, die entsprechenden Winkel sind die gleichen. Nur, die sind unterschiedlich groß. Aber das heißt, die sind ähnlich. Das ist ähnlich. Ähnlich. Ja? Wenn die Winkel die gleichen sind, nur einfach die Seiten unterschiedlich groß sind, kein Problem, die zwei Dreiecke sind ähnlich. Oh, das ist voll cool, ne? Also, wissen wir schon, was ein Dreieck ist und wissen schon, was ähnliche Dreiecke sind. Seitenverhältnisse. Was sind die das? Seitenverhältnisse. Oh mein Gott. Seitenverhältnisse. So. Naja, wenn du ein bisschen so nachdenkst, dann kannst du mal sagen, das hat irgendetwas so mit vergleichenden Seiten zu tun hat, ja? Also, du hast hier den A und da hast du den A-Stern. So, boah, und dann könntest du mal sagen, naja, Mann, also ich hab schon doppelt so lange, also hieß es nicht doppelt, ja, aber der Bahn könnte sagen, du hast nur eine A-lange Zahn und ich hab doppelt so lang Zahn, ja? Boah, zweifache. Also, verstehst du? Da haben sie dann Verhältnis. Ich bin doppelt so groß und zweifach. Das sind die Seitenverhältnisse. So, das kommt aus diesem Landwirtschaft, ja? Oho, und wie können wir das dann berechnen? Ja, zum Beispiel sagen wir mal A durch A Stern. Oh, das ist schon cool. So, und dann gibt es natürlich auch da B und B-Stern. Oh. B und B-Stern. So. Und klar, Leute, glaubt mir das. Die sind gleich. Hä? Weil sie ähnlich sind, dann sind die Seitenverhältnisse gleich. Ey! Und wie sieht das aus mit zum Beispiel A und A-Stern?
zu C und C-Stern, C und C-Stern, die sind auch gleich. Manu, wirklich? Aber B. So, und dann haben wir noch eine dritte, also der B und der B-Stern ist auch zu dem C und der C-Stern, ja, die sind alle gleich. Ja, Leute, das ist so. Kann irgendwer sich erinnern? Niemand? Schade. Okay. Na gut, dann müsstet ihr das ein bisschen schon üben. Hausaufgabe. Zeichne ein beliebiges Dreieck. Das kriegen wir schon hin. Ja, drei Punkte verbinden, das sind Dreieck. Zeichne ein ähnliches Dreieck zum Dreieck ABC. Das wird schon schwieriger sein, aber dann kannst du dich zum Beispiel dein Leben irgendwie vereinfachen. Machst du das hier so weiter, dann machst du das hier auch schon weiter und dann machst du eine Parallele dazu und dann hast du schon sofort ein ähnliches. Ja, so. Und jetzt kommt dann die Aufgabe. Jetzt machst du, berechne die Seitenverhältnisse. Ja, also A geteilt durch B, Komma, A-Stern geteilt durch B-Stern. Ja, kleine Dreieck, große Dreieck. Kleine Dreieck, große Dreieck, kleine Dreieck, große Dreieck. Und das erstmal Komma. Und dann vergleiche sie miteinander. Vergleichst du das, ja? Vergleich, so, Kevin, ich weiß das, dass du sagst, es ist alles gleich. Es geht hier nicht darum. Erstens, es wird nicht gleich sein, weil da wird ein bisschen so Fehler sein, ja, Rechenfehler, Messfehler, es wird so sehr ungefähr, je genauer das machst, es wird gleich sein, aber das werden wir jetzt einfach prüfen, ja, gut, also, das ist die Aufgabe, passt das, Liebchen, schaffen wir das mal, okay, dann wünsche ich noch einen schönen Abend heute, heute kriegt ihr keine weitere Mathe-Hausaufgabe oder Mathe-Stunde, wir sehen einander morgen, ja, schlaft mal gut und alles Gute.